Moin, moin, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit. Hier mit Maita mit Portia und wer bin ich, wenn ich nicht mein Kätzchen hier fliegen würde? Nee, normales Fleisch mag's nicht so gerne. Wir haben hier so einen fetten Goliath. Yes! Wobei, der fette Goliath ist nicht so gut. Da doch lieber Wimpelfische offenbar. Schade. Oh, ich habe Dinge bekommen für meine letzte Inspektion. Gucken wir mal nach. What? Was zur Hölle? Ich sollte öfter beschissene Leistung bringen, wenn ich dafür so viel Zeugs bekomme. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Aber ich verstehe, dass ich hier noch Dinge zu tun habe. Und zwar muss ich was für einen Geburtstag besorgen. Gucken wir doch mal, ob wir hier in der Zeugskiste oder Kramskiste was haben. Nicht das, was ich möchte. Zeugs. Gibt es hier irgendwie, was ich möchte? Ihr fragt euch natürlich, was ich möchte. Ich weiß es selbst nicht. Nein, eigentlich weiß ich das. Ich muss es nur erstmal finden. So. Gucken wir doch mal, ne? Hier haben wir keinen Auftrag. Wäre auch komisch, wenn. Peachs Amulett. Ja, das hätte auch was, aber irgendwie auch nein. Das brauche ich derzeit nämlich nicht, sondern ich brauche... Ach, dieser Vierkette bekommen wir nicht. Dann nehmen wir doch einfach das gute alte Ding hier. Die kleine Schultertasche. Na, ich glaube, ihr könnt es euch jetzt denken, wer Geburtstag hat. Vielleicht, eventuell, gegebenenfalls. Es ist nicht so schwer zu erraten, aber ihr erfahrt es später. Erstmal geht es hier... Nee, ich gehe oben rum. So, Higgins, du alte Drecksau. Wie geht's dir denn? Ich hoffe nicht so gut. Dafür kann ich ja sorgen, ne? Komm. Einmal den Higgins klatschen. Kuckuck, verfolg mich doch, verfolg mich doch, verfolg mich doch. Nee, ich will lieber andere Richtung. Haha, fehlgeschlagen. Warte mal, irgendwo können wir doch rollen oder so, ne? Warte mal, hier war doch irgendwo... Ah, nee, da, das war ja hier mit der Maustaste. So. Ei, oh, da hat mich geschlagen. So, jetzt gibt's aber richtig auf die 12. Das geht nicht. So, Higgins, du bist raus. Ich werde etwas müde, ja, nie ist klar. Ah, ja. So kann man einen Tag beginnen. Ich liebe es. So, dann nächster Tagesordnungspunkt. Ach, für Nora kann ich was machen. Ein Weidenkorb zum Bleistift. Oder ich mache was für Merlin. Oder ich mache was für Psychomata. Nee, ich glaube, ich mache Merlin. 3 Holzsäulen hatte ich ewig nicht mehr gemacht. Können wir ja vielleicht sogar etwas Holz fällen gehen. Das wäre fast eine Idee. Remington, und das ist vermutlich sein Pferd. Hallo Sonja. Ah, und das meine Nora und... Och, können wir da durchfliegen? Jep, können wir. Man merkt es fast, ich habe Spaß mit meinem neuen Gefährt. Es ist nicht nur ein Gefährt, es ist ein Gefährte. So, und hier hoch. Boing. Nein, du bist falsch. Ich brauche Lückettensäge. Da ist Lückettensäge. Oh, glory to the mighty Kettensäge. So, und es hat Boing gemacht. 1000-mal gesägt. 1000-mal umgefegt. 1001 Nacht. Und es hat Boing gemacht.
Ich sehe schon, ich muss eine My Time at Portia Schlager-CD machen. Auf dem Mittagsschweinchen fliegt ne Mira, ist sie nicht süß. Sie schwingt auch mal die Säge und sie fällt damit ein Baum. Wer sie anschaut, glaubt diese Stärke kaum. Jo, Pappelholz brauchen wir noch ein bisschen mehr. Aber kriegen wir ja alles hin. Da können auch die Springschlangen nichts. So, die machen nämlich auch Boing, die Schlangen. Aber ich mache mehr Boing, das ist deren Problem. Ich weiß gar nicht, greifen die mich überhaupt noch an? Okay, die Frage wurde beantwortet. Wenn die Line of Sight stimmt, dann durchaus. Aber die säge ich dann mal um. So, und. Ja, komm, wir werden hier eben mitgesägt. Ich habe da keine Schmerzen, aber die Wüstenhüpfer umso mehr. Und kaputt. Die sind irgendwie auch weich in der Birne. So, wir können weiter. Das Doofe ist, wenn ich hier auf die Sprint-Taste drücke, nicht Beschleunigen-Taste, wird es nicht schneller, es wird nur eine andere Perspektive. Das ist irgendwie nur eine Geschwindigkeit, aber die auch konsequent. Kann ich meine Trommel auch hier aufstellen? Das fehlt noch so, dass man einfach sagen kann, Mensch, ich annektiere das Ding für mich und schlage meine Kriegstrommel. Um die Feinde irgendwie einzuschüchtern. So frei nach dem Motto, Monstrositäten der Welt, nehmt euch in Acht. Die Handwerkerin ist auf dem Weg. Ja, das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Weil eigentlich der Stoff, ja, Baum, das ist der Stoff, woraus Legenden gemacht sind. Weil Legenden in Büchern niedergeschrieben werden und, ne, Bücher werden aus Holz gemacht. Und so schließt sich dann der Kreis. Hui. Hui. Oh, wisst ihr was? Ich bin jetzt total noch immer auf einem Kristalltrip. Ich möchte Kristall abbauen. Ich hab's langsam lieb gewonnen. Die allewigliche Tortur. Gibt's hier noch irgendwo ein Kristallchen? Kuckuck. Nö. Ist aber nicht nett. Hier muss doch irgendwo noch... Nee. Nur ein einziger, das ist schon... ein kleines Armutszeugnis. Kein großes, aber ein kleines. Ach, der Herr Musa ist noch immer hier. Das ist doch nett. Der wäre womöglich auch schon wieder abgedampft, weil alles Geschäftliche eigentlich geregelt ist. Aber nö, der ist noch immer anwesend. Warum nicht? So, dann können wir ja hier schon mal alles Mögliche einsortieren. Und hier können wir auch nochmal sortieren, einfach weil Sortieren Spaß macht. Dann gönnen wir uns diese Tasche, genau. Und machen uns auf die Suche nach dem Geburtstagskind. Aber müsste ich recht schnell erblicken. Ja, da ist es ja. Sonja, meine geliebte Ex. So, ich habe was für dich. Und zwar, da ist es doch. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt, da ich das an meinem Geburtstag bekommen habe. Danke.
So, ich musste natürlich die Stimme etwas adaptieren. Wenn die schon da so schön spricht, dann ist es fällig. So, da meine Zitronenlimo. Gliese. Warte mal, kann ich das... Hat das eine Funktion? Fragezeichen. Oh Gott, ich fange wieder an mit den Satzzeichen. Okay, ich kann damit kämpfen. Ich kann damit rollen. Es ist quasi eine Waffe. Offenbar. Muss ich mal kurz gucken. Hat das Kampfwerte? Nee, natürlich nicht. Socializing, wenn man damit zuschlägt, ist klar. Ganz mein Humor. Nö, dann stellen wir doch mal Dinge her. Boing. Und zwar packe ich meinen Koffer und nehme mit. Nein, ich mache meine Holzsäulen. Die mache ich. Baumwolle haben wir mittlerweile wieder. Juchi, Jucha. Was wollen wir mehr? Die Dinger werden auch gefertigt. Werden in 0, hast du nicht gesehen, produziert. Aber noch immer 0, eigentlich viel zu viel. Dann können wir ja doch nochmal losgehen. Aber wo sollte ich nochmal hier... Ist hier der See, wo wir das meiste haben, oder? Mal kurz gucken. Ja, ich glaube, der Fishing-Spot wurde mir als... wobei, nee. Könnte auch der gewesen sein. Ja, gehen wir mal dahin. Warum nicht? Wir haben ja das Mittelchen, dorthin zu kommen. Dann können wir es eigentlich auch nutzen. Warum nicht einmal hier ein bisschen rumturnen? Hui. So, ist es hier am Flüsschen oder? Ja, allerdings noch ein Eckchen höher. Bei Huss und Tuss da oben quasi. Ach, da sind sogar diese lieben kleinen Vögelchen. Wie jetzt? Da habe ich sogar eine Bushaltestelle. Tatsache? Ja. Ich bin begeistert. Ach ja, es war ja das, was wir immer hatten. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was Neues. Aber nee. Passt alles. Aber wir können natürlich... Nee, lass mal da, das ist mal was Neueres. Da waren wir nicht so oft. Hauptsache, ich komme am Ende an. Das ist doch das Wichtigste. Lassen wir uns einfach mal die Zeit, die wir brauchen. Und so lange dauert das echt nicht mit dem Ding. Also zu Fuß wäre ich, glaube ich, ein bisschen länger unterwegs gewesen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Fische rumlungern. Da lungern sie. Boing. Ja, dann würde ich mal sagen, Prüste. Oh. Das hat aber teilweise nicht so tolle Fische. Aber der große da, den muss ich mir gönnen. Weiß ich, ob der nur hier zu fangen ist. Der sieht nicht wie ein Goliath aus, sondern der sieht noch böser aus eigentlich. Gucken wir einfach mal, was sich da so ergibt. Oh ja, einer mit Sternchen auf jeden Fall schon mal. Ach, sind nicht die Fische, die da angezeigt werden. Die Fische, die angezeigt werden. Ja, das war so eine. Aber die mag ich ja nicht. Nee, nicht ihr. Ja, das ist schon eher was für mich. Ein Gladiator für stehen kann man mal nehmen. Das geht auch in Ordnung. Den kriege ich sogar hier mit einem Schwups. Nein. Nee, dich will ich auch nicht. Nee, ist nicht. Ja, das schon eher. Da müsste noch irgendwas Königliches kommen. Da wäre ich richtig happy.
So ein Königsklugfisch oder so, warum nicht? Ja, jetzt habe ich den Dreck hier. Ach Mensch, dann eben doch den Golddachs mal. So, mal sehen, ob wir nochmal den ganz dicken Brummer finden. Da hätte ich doch so Bock drauf. Aber erstmal weiter Gladiatoren fischen. Dich wollte ich nicht. Du doof. Ja, das schon eher. Wir kommen hier so nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Hab ich im Gefühl. Nee. Ja, warum nicht? Ich bin mal nicht so. Nö. Einmal konnte ich es mal vermeiden. Größte Leistung des Tages. So, wird langsam spät, es wird dunkel. Also spät auch noch nicht. Ja komm, den kann man zumindest halbwegs verkaufen, hoffe ich. Zumindest was Kaiserliches mal. Oh ja, warum nicht? Hey. So, bis 19 Uhr mache ich noch. Und danach ist Feierabend. Bei 19 Uhr klingt noch legitim. So, ein, zwei Fische sind da noch vielleicht drin mit etwas Glück. Oder drei, wenn jetzt... Nee, hoffen wir nicht. Nee. Nein. Schon besser. So. Ich hab gesagt, ist nicht... So, dann wollen wir eben zurück. Wer nicht will, der hat schon. Auf mich warten ja noch die Holzsäulen, von daher... Warum nicht? Abgeben kann ich sie vermutlich zwar weniger. Ich bezweifle zumindest, dass ich mehr die noch antreffe. Aber ich kann ja hier so... Bums. Schade. Das fehlt noch so. Ich brauche eine Waffe. Fehlt mir irgendwas zum Rumballen bei dem Ding. Das hat der die nicht gut durchdacht. Und der Mint. So, und boing. Ach, da ist die Tussi. Jawohl. Und einmal zu meinem Willkommensgeist. Und... Ab nach Hause, ohne Pause. Ja, wobei, nee, noch... Na, kann ich auch am nächsten Morgen rausholen. Die Holzsäulen, ist ja kein Problem. Dann lassen wir es einfach mal so. Mal ein kürzerer Tag. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und seid beim nächsten Mal dabei. Wenn Pinky hier wieder rummiaut, genau. Bis dann allerdings. Ciao.